Hallo und herzlich willkommen. Wir haben wieder Post bekommen. Seid gegrüßt, ich bin der Uwe und heute gibt es wieder frisches Loot. Loot Raider hat uns eine neue Loot-Kiste geschickt. Im letzten Video habt ihr ja schon gesehen, wir werden jeden Monat eine solche Kiste verlosen. Und zwar, indem ihr interagiert auf unserer Seite, könnt ihr an der Verlosung teilnehmen, also fleißig kommentieren auf der Scene Gamers News Seite. Und auch diese Kiste hat schon jemand gewonnen und den Namen werde ich nachher noch bekannt geben. Wir schauen jetzt gleich mal rein. Diesmal gibt es ein etwas anderes Unboxing, also nicht hier auf dem Tisch, weil hier sind halt wieder tolle Sachen drin und die möchte ich euch etwas besser zeigen und deswegen packe ich sie direkt hier vor euren Augen aus. Und natürlich hat auch diese Loot Raider Kiste wieder ein spezielles Thema und diesmal ist das Thema Masters of Battle Arts. Ja, wie man unschwer erkennen kann, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier gibt es wieder ein T-Shirt und viele andere tolle Sachen. Ich stelle euch das einfach gleich vor. Masters of Battle Arts, ja, fangen wir einfach gleich mal mit dem coolsten Teil an und das ist dieses Hadouken-Shirt. Ihr wisst ja, Hadouken, oder? Wisst ihr, oder? Ja. Also, es gibt ein cooles Street Fighter Hadouken-Shirt mit der auch Tastenkombination, nicht, dass ihr es vergesst, sogar in ja, in einer Größe, die mir passen könnte. Steht mir doch eigentlich auch, oder? Also, vielleicht sollte ich die gar nicht hergeben. Nein, also natürlich gibt es auch diese Kiste wieder zu gewinnen. Also erstmal ein wunderschönes T-Shirt dabei. Sehr toll. Dann gibt es hier eine Pixel Bricks Figur. Ich weiß nicht, ob ich die auspacken kann. Ich möchte natürlich auch nichts kaputt machen. Eine Street Fighter Pixel Bricks Figur und das ist auch der Ryu, ich glaube, der heißt Ryu. Die Street Fighter Fans unter euch werden mich jetzt wahrscheinlich schlagen wollen. Und das Ding müsst ihr aber selbst zusammenbauen. Also die ist nicht fertig, die Figur. Ist aber auch eine Bauanleitung dabei. Also nicht, dass ihr euch jetzt dann wundert und sagt, oh nein. Aber da habt ihr wenigstens was zu tun und so eine Figur, die hat nicht jeder. Street Fighter habe ich übrigens früher auch gespielt. Ich bin jetzt da nicht so gut gewesen, hat aber auch einfach daran gelegen, dass ich nicht so viel geübt habe. Ich habe einen Kumpel gehabt, der Mario, der war glaube ich einer der besten Street Fighter Spieler, die ich je kennengelernt habe. Und wenn er einmal vom Computer, also vom Super NES besiegt wurde, dann musste das Gamepad dran glauben. Das flog dann in der Ecke und ist dann, früher waren Gamepads glaube ich auch noch nicht so haltbar. So, was haben wir noch dabei? Einmal eine Cola Rebel Molotovs, scheinbar aus Hamburg. Das sind Brausebonbons, also eigentlich sind das so Cola-Bonbons und die haben einen Brausepulverkern. Finde ich interessant, würde ich auch gerne mal probieren, aber ich reiß das jetzt nicht auf, weil dann hat der Gewinner nachher eine weniger. Vielleicht kann man die auch noch irgendwo anders bekommen. Also einmal Cola Rebel Brausebonbons. Und dann etwas sehr Schönes, wie ich finde, und zwar Metal Gear Rising MSC Doctags. Also hier sind so Metal Gear Solid Doctags und die sind richtig aus Metall und auch geprägt. Also das ist nicht irgendwie, also so wie geätzt, glaube ich. Das ist nicht gefräst oder so oder geprägt, sondern es ist richtig erhaben. Also wirklich sehr schöne Doctags. Dann haben wir hier einen Zelda Anhänger. Nicht? Sehr, auch sehr schön, Schlüsselanhänger von Zelda. Und dann noch etwas, da musste ich vorhin schon mal reingucken, weil ich so neugierig war, das packe ich euch auch aus. Und zwar von Assassin's Creed Black Flag. Richtig schönes Merchandise. Ich glaube, das ist Kunstleder, ich weiß nicht, echtes Leder, ich weiß nicht, das weiß ich nicht. Aber es ist halt ein cooles Lederarmband, also das könnt ihr halt, ne, hier so drum. Gut, ich kann das nicht. Ich habe sehr muskulöse Arme, sagt man so. Nein, also das passt mir nicht. Passt vielleicht dem Gewinner besser. Finde ich ziemlich cool. Und es gibt noch ein Poster von Mortal Kombat. Auch sehr cool, wie ich finde. Oder? Könnt ihr das sehen? Ich hoffe, ihr könnt es sehen.
ein sehr, sehr cooles Poster von Mortal Kombat. Ja. Und, warte, ich habe noch was. Gibt's noch was? Und zwar, wie immer, auch mal ein Aufkleber von Loot Raider. Ja, das ist sozusagen die diesmonatige Loot Raider Box. Und gewonnen hat auch jemand. Und ich wollte ja verraten, wer das ist. Und den Namen habe ich mir extra von unserem Chefredakteur Sascha schicken lassen. Da muss ich kurz mal gucken. Und zwar ist das der Tom Schwegmann. Tom Schwegmann, du hast gewonnen und die Kiste geht bald auf den Weg. Wir werden mit dir in Kontakt treten, damit du uns deine Adresse mitteilen kannst, denn dann kann ich dir die Kiste zuschicken. Ja, das war's hier eigentlich von unserem kleinen Unboxing der Loot Raider Kiste. Ich finde es halt wirklich klasse, also dieses Armband von Assassin's Creed Black Flag ist schon mal sehr cool und vor allen Dingen aber das T-Shirt. Das ist wirklich beste, finde ich. Cool. Hadouken! Und ja, das war's. Und ich sage danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss, bis dann.